Yo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spieltagsprognose mit dem 1. FC Köln. Freunde, wir sind heute zu Hause gegen Magdeburg dran und wir sehen hier gerade die Bilanz. Wir haben die letzten drei Spiele verloren oder die letzten beiden Spiele unentschieden gespielt. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt die richtige Reihenfolge ist. Und wir haben nur grünes Licht zu präsentieren. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir schnacken nicht ganz lange dran und gehen jetzt sofort mal zur Aufstellung und sehen uns jetzt sofort wieder. So, Freunde, da sind wir auch schon bei der Aufstellung. Leider habe ich beim letzten Mal ein kleines Missverständnis gehabt. Ich hatte Benno Schmitz ausgewechselt für Risse oder einen anderen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe das jetzt schon vergessen. Benno Schmitz hat letzte Woche gespielt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nur, wie wir die Aufstellung jetzt heute mal machen, ist wie dieselbe auch von letzter Woche. Das müsste auch ein 4-3-3 gewesen sein. Oder 4-2-3-1. Ich mache mal meine eigene Aufstellung heute und ja, mal gucken. Machen wir mal offensiv, weil ich denke, wir müssen mal morgen das Spiel gewinnen. Ach nee, stimmt, wir haben ja total vergessen. Ich spiele ja mit zwei Stürmern. Drei Stürmern, das hab ich ja total vergessen. So, bist du kompakt? Ja, komm, machen wir mal kompakt. Machen wir mal kompakt. Cordoba sind vorne. Drexler. Kann er auch zentral offen. Machen Sachen. Hallo. Ja, kann auch zentral offen sehen. Höger. Nein. Höger. Und hier runter. Da kann ja auch links. Links ja. Und Schaub würde ich mal hier lassen. Wobei ich eigentlich Risse hat, da haben wollte. Weil Benno Schmitz ist ja wieder fit. Ist ja fit, der war ja gar nicht verletzt. Benno Schmitz, wo bist du? Schmitz? Nicht dabei. Bin ich blind oder was? Ah, da ist Benno Schmitz. So. Verteidiger war ja Janis Horn gewesen. Bisek möchte ich mitnehmen. Du bist ja Talent und so. Und Kosiel ist auch wichtig. Ansonsten kann das einfach so bleiben. Girassi ist ja eigentlich auch mit Stamm, aber ich bin erstmal so zufrieden. Oder ne, aber nehmen wir Girassi doch mit. Und ja. Wir spielen heute kompakt, eigentlich hätten wir noch einen Sechser dazu, nur ich bleib mal heute jetzt nur mit einem Sechser. Ich denke mal morgen wird mit zwei Sechsern gespielt werden und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum Anschluss wieder. Wieder diese Hilfe mit dabei ist, anscheinend muss ich die vor dem Spiel ausmachen, statt während des Spiels. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mal los. Wenn wir morgen das Spiel nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber ich bin zuversichtlich, wir werden das gewinnen morgen. Da bin ich mir sicher. So, da ist Drexler jetzt am Ball. Ich weiß jetzt nicht, warum der jetzt hier so einen Breakdance gemacht hat. Übrigens, Terodde in Form, ihr wisst Bescheid, ne? So, leider kenne ich keinen von Magdeburg. Übrigens habe ich gar nicht erwähnt, dass wir gegen Magdeburg spielen. Ja, ich kenne leider keinen von da. Die sind ja aufgestiegen, glaube ich. Wie dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß jetzt nicht genau. War es Cordoba? Ah, leider nicht da. Ich denke, wir werden das morgen gewinnen. Also, ihr könnt jetzt schon mal eure Tipps reinschreiben, wie viel der FC morgen gewinnen wird.
Ich sage, wir gewinnen 3-0 oder 4-1. Also ich hoffe, dass mal ein weiter großes Ergebnis wird, wie gegen Dresden. Also wenn die da verlieren, dann ist es Blamage wie immer. Alter, was ist das denn hier? Ich komme ja gar nicht mehr an den Ball ran. Digga, da kommen die zu einer Chance, ey. Krass. Ich muss mal reagieren langsam. Oh, Terodde, Terodde! Bisschen zu weit nach vorne gegangen. So langsam wird es mir peinlich, dass ich hier kein Tor schieße gegen diese Mannschaft. Komm jetzt, ich will mal langsam ein Tor haben. War jetzt eigentlich zu einfach. Aber peinlich, dass er den nicht getroffen hat, ey. Was ist das denn? Mann. Okay, Ecke. Ich hoffe, der geht jetzt mal rein. Da rein oder raus. Ey Leute, das wird langsam lächerlich, Mann.
Halbzeit ist jetzt und ich habe immer noch kein Tor geschossen. Wer weiß, vielleicht wird es auch morgen so passieren bei Maggi. Also jetzt lauf mal. Ey. Wen haben die da hinten, Mann? So stabil hinten sind. Oh, nein. In die Halbzeit immer noch 0-0. Was ist das denn? Das ist doch nicht wahr, Mann, ey. Endlich, Alter, da ist das 1-0. Aber vom Verteidiger Raphael Zichos. Schönes Tor. Jitter, Junge, Jitter. Eins zu null, Freunde. Da haben wir uns endlich unser Tor. Schmitz kommt nicht raus. Schmitz wird bleiben. Okay, was war das für ein Schuss bitte? Was war denn das? Was war denn das? Zweite Chance, glaube ich, mittlerweile für Magdeburg. Oh Mann. Ich könnte mir noch ein Tor mehr vorstellen, aber ich muss mal langsam anfangen zu wechseln. Einiges für irgendwann ein. Ganz war genau das. Niki, oh. Das war, was war das denn? Was war das denn, Alter? Mal wechseln. So, da kommt der Corsiello rein. Für den Höger. Oh.
Leute, ey, das kann doch nicht sein, Mann. Digga, 1-0 gegen so eine Kackmannschaft nach am, ja. Jetzt lauf mal, Alter. Endlich, Alter, geht doch. Das ist 2-0. Durch Dominik Drexler. Dominik Drexler, Alter. Schon rein, Drexler hat seine Pflicht getan. Vielleicht können wir noch mal einmal wechseln. Ich denke, der Bissek wäre eine Option. Komm, wir haben mal den Bissek rein. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt eine Fünferkette hier wieder habe. Sehe ich nicht. Aber egal. Wir wollen mal Bissek rein. Bissek, Bissek, Bissek. Schade. Also Freunde, wir kommen so langsam zum Ende. Dreimal haben wir schon gewechselt, aber ich würde mir sehr gerne noch ein Tor wünschen. Ah, schade, schade. Ich will unbedingt noch ein Tor haben. Ah, schade. Schade. Ah, schade, kann man nichts machen. Trotzdem haben wir mit 2-0 gewonnen. Das kann sich auf jeden Fall auch morgen sehen lassen. Auf jeden Fall geil gespielt. Das war's von mir, Freunde. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass gerne auch ein Abo da. Für diejenigen, die auch alle neu sind, gerne ein Abo da lassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Spieltagsprognose. Vielleicht ziehe ich beim nächsten Mal mein FC-Trikot an. Mein allererstes selbst gekauftes FC-Trikot. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Khalid und ciao.
knew that.